Und zurück zu Uncharted 4. Mittlerweile in der fünften Folge. In der letzten Folge hatten wir so ein paar Kisten hochgeholt. Jetzt schauen wir mal, wie sie weitergeht. Danke. Oh, der Tank ist echt leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? Drake, das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Erinnert mich an deine Mom. Echt fies, Mann. Das werde ich ihr auch sagen. So. Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Ach, neben dir würden wir armselig. Ich lasse euch gut dastehen. Oh, das stimmt nicht. Gib mal her. Mit aller Leute ja immer reden. Reden wir später drüber. Hey, wie lange dauert mein das Held. Ich hab das Ding gerade aus dem Wasser gezogen. Mal sehen, was du hast. Schauen wir mal rein. Da ist doch nächstes Mal jemand anderes. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja, na gut. Es wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Ach Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Ja, mach auf, Mensch. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Nein. Soll ich das machen, oder was? Ja, klar. Danke. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn's euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Scheiße, nur Kupferrollen. Kupfer. So ein Dreck, du. Hey, hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Kündigung, oder was? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Prima. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesucht. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Mach ich. Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund.
So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Ja, da schon ganz schön viele Akten. Ein normales Leben. Kapitel 4. Yep. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Ich habe mal deinen großen Bruder bestiegen. Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Ah, ich glaube, das war der zweite Teil, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, der zweite Teil war das. Oder die erste? Erste oder zweite Teil auf jeden Fall. Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, das sind die ganzen Fundstücke aus den anderen Teilen. Shambhala. Fehlst mir, Kumpel. Mei, was gibt's denn hier noch alles? Für dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Danke für nichts, Dismas. Wir haben schon ein paar Schätze angesammelt über die Jahre, würde ich mal sagen. Ja. Kommen Sie, Deckung. Singelt. Überrumpel, Nate. Okay. Schwarze. Das kann weitergehen. Schmarrn. Gleich da. So macht man das. Und tschüss. Ha, ich kann's. Fürs Plastik. So, Schluss mit dem Spiel. Genau, das will ich ihm auch mal sagen. So.
So, schauen wir uns im Haus noch ein bisschen um. Das Bad, das Büro anscheinend. Wow, wir müssen wirklich mal wieder Urlaub machen. Zu lange her. Oh, daran arbeitest du gerade? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Essen runter. Mein Frauchen hat schon gerufen. Du warst lange da oben. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Ich hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur mal deinen Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge geht, sobald man aus dem Flieger steigt. Also, hab ich... Ja, ich glaube, juckt schon wieder. Will Abenteuer erleben. Hey! Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Flüge in Bangkok, die haben einige Probleme mit dem Smog und können nicht landen. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war, die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind, du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen.
Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspiel. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Ja. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Stimmt, du bist wirklich ein Naturtalent. Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Ah, PlayStation 1. Okay. The Memory Card. Oh, ich lerne schon viel. Was wird denn das jetzt für ein Spiel sein? Was ist es? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. PlayStation 1 Zeiten haben lange gedauert. Wartet man, dass es... Crash Bandicoot! Crash Bandicoot? Gibt's ein Problem? Nein, nur... Wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Was muss ich das machen, oder was? Geht klar. Und die Kreistaste ist dein Drehangriff. Drehangriff! Ja, und mit X springst du. Okay, wo ist X? Beim rechten Daumen. Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach davor weg. Ich habe dem Felsblock nichts getan. Das dreht nicht weh. Okay, du hast es raus. Geht durch. Was ist das? Ein Fuchs? Ein Bock? Was? Fuchs aus. Fuchs in Jeans. Okay, nimm die Frucht. Was macht die Frucht? Bei 100 bekommst du ein extra Leben. 100? Wer hat Zeit, 100 Früchte aufzusammeln? Perfekt. Übrigens, Füchse können das nicht. Beuteldachs. Das sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal einen gesehen? Nein, aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Die Grafik ist ziemlich gut. Oder nicht? Okay, zerstör die Kisten. Warum zerstört ein Fuchs Kissen? Beuteldachs. Und er macht es nicht. Fuchs, das ist nicht sehr realistisch. Hey, spring! Spring! Schrei mich nicht an. Ich feuere dich an. Ich coache dich. Weiter so. Warum stiehlt er all die Früchte? Füchse brauchen keine Früchte. Er stiehlt sie nicht. Er sammelt sie. Sie gehören ihm, also ist das Stehlen. Na gut, wenn du meinst. Wie war das? Nichts. Aber es schon wieder. Konzentrier dich. Okay. Was? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Weißt du, red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? In echt jetzt? Was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Noch nicht geöffnet. Geschlossen! Oh Mann! Okay, ich komm ja schon! Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Hä? Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam?
Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott. Er war tot. Oh, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du... Du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort, du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten und das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich du wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey, alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, Könnte oder? Könnte es sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. So, Leute, wie es jetzt hier aber weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer